Weihnachten mit Connys Haus warm. Große Auswahl, kleine Preise, Dekoration, Geschenke, Beleuchtung. Original Herrnhuter Sterne für Innen und Außen schon ab 8,50 Euro. Connys Haus warm an der B96 Schwarzkolm und Hoyerswerda Treff 8 Center. Einkaufen mit Köpfchen. Weihnachtsmarkt bei Reichsfürstin von Teschen. Dieses Wochenende auf dem Marktplatz zu Hoyerswerda. Buntes Markttreiben, traditioneller Stollenanschnitt, Adventsmusik und viele Bastelangebote für die Jüngsten. Lassen Sie sich verzaubern von einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit Gesang, Tanz und Artistik. Genießen Sie weihnachtliche Köstlichkeiten und finden Sie Ihr Weihnachtsgeschenk an einem der zahlreichen Marktstände. Sie sind herzlich eingeladen zur Audienz der Reichsfürstin von Teschen auf dem Weihnachtsmarkt zu Hoyerswerda. Kommen Sie gut und stressfrei über die Weihnachtsfeiertage und ins neue Jahr. Das wünschen Ihnen Ihre Entsorgungs- und Recyclingunternehmen HLD, Hoyerswerda, Landhandelsdienste und Glaukon Containerdienst. Seien Sie gewiss, auch im kommenden Jahr sind wir Ihre Nummer 1 für eine saubere Umwelt. Bitte beachten Sie auch die geänderten Entsorgungszeiten über die Feiertage und zum Jahreswechsel. Brauchen Sie noch einen Weihnachtsbaum? Lebensräume hat ihn schon. Lebensräume hat sowieso die besten Bäume. Zum großen Weihnachtsbaumverkauf an diesem Freitag von 9 bis 18 Uhr im Hof des Geschäftsgebäudes Niederkirchner Straße in Hoyerswerda. Edle Exemplare, große Auswahl, verdammt günstig. Wirklich, edle Weihnachtsbäume kriegst du auch bei Lebensräume. Mehr als gewohnt. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Abschied. Tigerdame Raja jetzt in Tschechien. Friedenslicht. Bethlehem strahlt in Kamenz. Und Langlauf. Lausitzring mit frischer Loipe. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Donnerstag, dem 13. Dezember. Der sogenannte Manga-Mord hat vor einem Jahr ganz Sachsen erschüttert. Damals wurde eine zerstückelte Leiche im Leipziger Elsterflutbett gefunden. Entsprechend groß war heute das Medienaufgebot zur Urteilsverkündung am Leipziger Landgericht. 14 Jahre Haft wegen Mordes, so lautet das Urteil gegen Benjamin Hupel. Das Landgericht Leipzig ging bei seinem Schuldspruch von einer verminderten Schuldfähigkeit aus, aufgrund einer massiven Persönlichkeitsstörung des Verurteilten. Daher keine lebenslange Freiheitsstrafe. Betont wurde allerdings immer wieder die besondere Grausamkeit des Verbrechens. Hupel hatte die Tat akkurat geplant. Besonders schwer wiegt laut Gericht auch die Störung der Totenruhe in einer menschenverachtenden Art und Weise. Benjamin Hupel nahm das Urteil regungslos und mit gesenktem Kopf entgegen. Ja, das Urteil ist so ausgefallen, wie wir das, also wie Staatsanwaltschaft und Nebenklage das fast beantragt haben. Einziger Unterschied ist, dass das Gericht dann dennoch eine Strafrahmenverschiebung von der lebenslangen auf die 14 Jahre Freiheitsstrafe vorgenommen hat, was nicht zu beanstanden ist rechtlich. In einer psychiatrischen Einrichtung soll er vorerst untergebracht werden. Erst wenn Benjamin H. geheilt ist oder eine Therapie als aussichtslos erscheint, muss er die Haftstrafe im Gefängnis antreten. Seine Zeit in der Psychiatrie wird dann auf die Haftstrafe angerechnet. Ich glaube sowieso nicht, dass eine Therapie in dieser Zeit zu machen ist. Die Erfahrungen zeigen ja, dass die Therapien sehr lange dauern und wir kennen ja auch die Volkesstimme sozusagen und wir wissen, dass sich jeder Gutachter davor scheuen wird, Herrn Hupel, sage ich mal, in absehbarer Zeit aus der Psychiatrie zu entlassen. Am 6. November 2011 fanden Passanten einen verwesten Arm im Elsterflutbecken. Für Polizei und Feuerwehr beginnt zwischen Palmengartenwehr und Brücke-Jahn-Allee die Suche nach weiteren Körperteilen. In den folgenden Tagen werden unter anderem ein zweiter Arm und ein Torso geborgen. Bald steht fest, alle Teile gehören zu einer Person. Kopf und Beine bleiben vorerst verschwunden. Knapp einen Monat nach dem Fund steht fest, der Tote im Elsterflutbecken ist der 23-jährige Jonathan H. aus Leipzig. Nach dem erneuten Fund eines Beines nimmt die Polizei Anfang 2012 die Suche nach den restlichen Körperteilen wieder auf, vergeblich. Im Frühjahr identifiziert die Polizei Benjamin H. als mutmaßlichen Mörder von Jonathan H.
Der Prozess gegen Benjamin H. beginnt am 8. Oktober in Leipzig. Rund zwei Monate später, der als Einzelgänger geltende Mörder wird verurteilt. 14 Jahre Freiheitsentzug und psychiatrische Unterbringung. Wir werden das natürlich prüfen, zusammen mit dem Mandanten. Die rechtliche Würdigung ist durchaus diskutabel. Wir sehen die Sache etwas anders, aber wie gesagt, das hängt letztendlich davon ab, was der Mandant möchte. Laut Gericht wollte der Mörder von Jonathan H. eine tabubrechende Tat begehen. Auch nach mehrfacher Nachfrage gab Benjamin H. nicht bekannt, wo sich der Kopf seines Opfers befindet. Für das angebliche Sexualdelikt wurde der Mörder von Jonathan H. aufgrund fehlender Beweise freigesprochen. Bis nächste Woche hat die Verteidigung Zeit, Revision einzulegen. Die Gehälter und Löhne in Sachsen sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Das teilte das Statistische Landesamt in Kamenz mit. Ein Arbeitnehmer verdiente 2010 durchschnittlich etwa 23.000 Euro brutto und damit 2,5% mehr als im Jahr zuvor. Den höchsten Pro-Kopf-Verdienst verbuchte erneut die Stadt Dresden. Schlusslicht blieb der Erzgebirgskreis. Mehr Nachrichten vom Tage sehen Sie gleich bei uns. Das Team der logopädischen Praxis Schreiber sagt Danke für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen Patienten sowie den Ärzten und Schwestern eine glückliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Logopädische Praxis Schreiber. Auch im neuen Jahr die Spezialisten zur Behandlung von Sprach-, Stimm-, Sprech- und Schluckstörungen. Hoyerswerda Altstadt, Heinrich-Heine-Straße 1. Jetzt gemeinsam mit der Praxis für Ergotherapie Seidel und Müller. Eine Krawatte für den Mann, Parfüm für die Dame, Socken für die Enkel? Gut und schön, aber soll's diesmal ein Geschenk mit Pfiff sein? Besonderes bieten Schloss und Zoo Hoyerswerda. Verschenken Sie eine Tierpatenschaft. Ob eine Fauchschabe für die Kinder, einen Grizzly für den Gatten oder die Tigerpython für die Schwiegermutter. Der Zoo hat für jeden Tierfreund die passende Geschenkidee. Oder für Zoogänger der Extraklasse gibt's jetzt auch Gutscheine für Jahreskarten. Infos erhalten Sie bei der Zooverwaltung Hoyerswerda. Telefon 476 37 03. Hallo Daniel, schau mal hier hoch. Du hast heute Besuch von deiner Mutter. Siehst du mich? Du weißt ja, wie das mit den Müttern so ist. Die machen sich ja immer viele Sorgen. Und ich mache mir natürlich auch Sorgen um deine Zukunft. Kauf jetzt ein paar Dosen Haarspray weniger und dann wirst du nachher ganz gut was auf der Kante haben. Damit Ihre Mutter Sie nicht überrascht, machen Sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Senden Sie alle guten Wünsche zum Weihnachtsfest oder Ihre Neujahrsgrüße direkt ins Wohnzimmer Ihrer Kundin. Elsterwelle, Radio und Fernsehen machen es möglich. Nutzen Sie die preiswerte Alternative zum Grußkartenversand bei Ihrer Elsterwelle und informieren Sie sich unter Hoyerswerda 42 54 0. Willkommen zurück bei der Drehscheibe. Beim Einsatz von Elektroschockpistolen in Sachsen wurden seit 2007 8 Menschen verletzt. Das ergab eine kleine Anfrage der grünen Abgeordneten Eva Jänigen. Jänigen fordert, dass die Taser in Zukunft in Sachsen nicht mehr verwendet werden. Der Einsatz sei laut Amnesty International lebensgefährlich. Mehr Nachrichten vom Tage sehen Sie jetzt bei uns. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Hoyerswerda sind am 12.12.2012 kurioserweise genau 12 Verkehrsunfälle polizeilich registriert worden. Diese relativ hohe Anzahl war wohl nicht zuletzt den winterlichen Fahrbahnverhältnissen geschuldet. Mindestens die Hälfte der Unfälle waren typische Winterunfälle auf schneeglatter Straße. Es blieb größtenteils bei Blechschäden mit einem Gesamtschaden von etwa 14.000 Euro. Eine 18-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt. Am Donnerstag hat der Hoyerswerda Zoo eine seiner beiden sibirischen Tigerinnen abgegeben. Bislang lebten noch 2 der 3 Tigerschwestern, die 2007 hier geboren wurden, im Zoo. Inzwischen waren die beiden geschlechtsreif und vertrugen sich nicht mehr miteinander. Nach wiederholten Rangeleien wurden die beiden schließlich von ihren Pflegern getrennt und konnten das Außengehege in den letzten Monaten nur noch im Wechsel benutzen.
In Absprache mit der Zuchtbuchführerin wurde die Tigerin Raja nun an einen Zoo in Tschechien abgegeben. Ihre Schwester Irina bleibt im Zoo Hoyerswerda und kann das Gehege nun entspannt allein genießen. Am Samstag startet die VBH-Grundschulliga in Hoyerswerda in die nächste Runde. Sie geht in ihr viertes Jahr und gilt als größtes Kindersport-Highlight im beruflichen Schulzentrum der Stadt. Mehr als 100 Kinder kämpfen in der ersten und zweiten oder der dritten und vierten Klasse um den Sieg auf zwei parallelen Kleinfeldern. Den Startschuss zum ersten Turnier in diesem Schuljahr um 14 Uhr gibt Oberbürgermeister Stefan Skorer. Und die Trainer und Helfer vom LHV und SC Hoyerswerda werden wieder einiges auf die Beine stellen, um den Tag zu einem echten Erlebnis zu machen, wird informiert. Das Friedenslicht aus Bethlehem wird im Kamenzer Krankenhaus mit einem ökumenischen Gottesdienst begrüßt werden. Seelsorgerin Anna Hartmann und Pfarrer Jörg Naumann empfangen es am kommenden Mittwoch im Andachtsraum der Einrichtung, wird informiert. Alle Besucher sind herzlich dazu um 16.30 Uhr eingeladen, mit einer mitgebrachten Kerze oder Laterne das Licht auch in ihr eigenes Heim zu tragen. Das Licht, das in der Geburtskirche in Bethlehem am angenommenen Geburtsort Jesu entzündet wird, gelangt per Flugzeug in einem speziellen Behältnis nach Wien. Von dort wird es im Rahmen eines Aussendungsgottesdienstes in alle Teile Europas gesendet. Der Lausitzring wird zur Langlaufpiste. Ausgehend vom Parkplatz P4 erstreckt sich ab sofort über die nördlich angrenzenden Wiesen ein 3 Kilometer langer Loipenrundkurs. Erreichbar ist das rund über die Verbindungsstraße Hörlitz-Meuro und dann muss der Ausschilderung gefolgt werden. Geöffnet ist die Loipe täglich zwischen 7 und 19 Uhr. Eine Beleuchtung und Versorgungsstände gibt es jedoch nicht. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Radwanderweg Seenlandroute bekommt 3 Sterne. Das hat die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland, Katrin Winkler, jetzt mitgeteilt. Ab Anfang kommenden Jahres kann man mit der Zertifizierung der Route werben. Der Radwanderweg ist rund 180 Kilometer lang und verbindet 16 Seen in der Region zwischen Großrieschen und Bärwalde. Vor der Klassifizierung wurden die vom Tourismusverband erhobenen Daten vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub bei Testbefahrungen überprüft. Im Frühjahr soll ein Flyer zur Seenlandroute erscheinen. Wenn bei Ihnen vor der Haustür noch Schnee liegt, sollten Sie den Donnerstag nutzen, denn ab Freitag geht es ihm laut dem Wetterportal wetter.net an den Kragen. Tauwetter kommt. Das bedeutet aber auch, die Straßen können spiegelglatt werden, das gefährliche Blitzeis droht. Die Wetteraussichten für die kommenden Tage sehen Sie gleich bei uns. Gute Haustechnik GmbH, Ihr Experte für Heizung, Gas und Sanitär mit 24 Stunden Notdienst. Infos unter Hoyerswerda 406 504. Gute Haustechnik, wie der Name schon sagt. Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Ihr Pflegedienst und Fahrservice vergissmeinnicht. Fahrdienste aller Art, auch für Rollstuhlfahrer auf Wunsch mit Begleitung. Mittagsmenüs der Catering GmbH des Lausitzer Seenland Klinikums bringen wir zu Ihnen nach Hause. Und das alles in und um Hoyerswerda, Elsterheide und Kamenz. Sie erreichen uns rund um die Uhr unter Hoyerswerda 47 49 97. Wir, der Pflegedienst Vergissmeinnicht, wünscht all seinen Patienten, ihren Familien, unseren Geschäftspartnern sowie unseren Mitarbeitern ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Herzlich willkommen bei uns hier an der Naturschutzstation. Wir laden Sie recht herzlich ein zum Basteln mit Naturmaterialien für die Vorweihnachtszeit. Wir möchten Ihnen verschiedene Dinge zeigen, womit Sie Ihre Wohnung etwas schöner machen und dekorieren können. Ich fange also jetzt an und werde erstmal einen Kranz fertigen. Diese Strohrömer, die gibt es überall zu kaufen, in allen Bastelläden. Man kann den erstmal umwickeln mit solchen Crepe. Dann sieht man auch das Stroh nicht durch. Die Kränze kann man also dann dekorieren, entweder als Adventskränze oder auch als Türkränze. Im Innenkreis nimmt man immer kürzere Stücke.
Und im Außenbereich dann sind ja die Runden wesentlich länger, brauchen wir also auch längere. Also da haben wir ja verschiedenes Wacholder, Lebensbaum. Ich habe aber auch hier schöne Douglasie. Man kann also den Kranz einseitig machen, dass man sagt, man bindet nur die Oberseite. Man kann es aber auch so machen, dass man insgesamt rundherum bindet. Ja, kommen wir also jetzt zum Dekorieren. Man kann also da seiner Fantasie ganz freien Lauf lassen. Als erstes kommen die Kerzen drauf. Ich würde jetzt doch die etwas größeren Adventskerzen nehmen. Denn es ist ja immer so, erster Advent und die Kerze brennt man dann noch viermal mit an. Schon kann der erste Advent kommen. Also ich würde mich jetzt mal mit einem alternativen Adventsgesteck beschäftigen. Ich habe ja eine Schieferplatte. Dann habe ich mit Draht mir jetzt erstmal hier einen Draht fixiert. Habe mir jetzt hier Grünzeug gesucht, was nicht so nadelt, wenn es jetzt in der warmen Stube steht, als Untergrund. Für die Dekoration hätten wir hier Hagebutten. Ich mir jetzt mit einem dünneren Draht erstmal eine kleine Girlande basteln, mit kleinen Zapfen. Ich würde jetzt noch eine alternative Schleife mit reinbringen. Also wenn man jetzt das zu Hause stehen hat, dann kann man die Kerze einfach daneben stellen oder wie es einem gefällt. So, wem das Gesteck oder der Adventskranz zu aufwendig oder auch zu langweilig ist oder gerade für Kinder, hätten wir dann noch eine Alternative. Das wäre jetzt unser Elch. Man braucht dazu ein Stück Holz. Es müsste gerade abgesägt sein oder geschnitten sein. Und auf der Rückseite habe ich jetzt hier schon Löcher vorgebohrt. Die Löcher brauchen wir, damit unser Elch sein Geweih gut hält. Die Löcher mit Leim füllen und dann einfach in die Position bringen und einen Moment warten. Ganz wichtig ist bei so einem Elch die Nase. Eine schöne Elchnase wäre eine Kastanie. Wir hätten hier kleine Laternen als Holz angemalt, Holzstückchen. Unser Elch braucht jetzt noch ein Gesicht. Er kriegt jetzt noch eine rote Nase. Gut eignet sich Abtönfarbe. Die wäre dann auch wetterfest. Also man könnte dann sagen, er könnte dann auch vor der Tür stehen. Solche Holzwolle als Elchhaar noch wunderbar geeignet. Ja, wir hoffen, wir konnten Ihnen einige schöne Anregungen geben für das Basteln, für zu Hause mit einfachen Materialien, die Sie überall finden oder auch kaufen können. Wir wünschen Ihnen jetzt schon eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute. Ein großer Weihnachtsbaumverkauf findet am Freitag auf dem Hof der Hoyerswerder Lebensräume statt. Geöffnet ist von 9 bis 18 Uhr. Blutspenden kann man am Freitag in Hoyerswerda zum Adalas wird von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr ins Lausitzer Seenlandklinikum gebeten. Im Jugendclubhaus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda gibt es am Freitag eine Breakdance-Stunde mit Micha. Los geht's 15.30 Uhr. Auf dem Hoyerswerder Marktplatz wird am Freitag um 17 Uhr der diesjährige Weihnachtsmarkt eröffnet. Der Oberbürgermeister schneidet im Beisein mit Reichsfürstin Teschen, dem Weihnachtsmann und dem sorbischen Bescherkind traditionell einen Stollen an. Ab 18.30 Uhr gibt das Orchester Lausitzer Braunkohle ein kleines Adventskonzert. Der Chor Schwarzkollenbröten gestaltet am Freitag gemeinsam mit den Schülern der Grundschule am Park aus Hoyerswerda ein Adventskonzert in der Marienkirche in Schwarzkollen. Es beginnt um 18 Uhr. Am Freitagabend findet das dritte der 5 traditionellen Skat-Turniere im FSZ Deutsch Baselitz statt. Los geht's 19 Uhr. Zum astronomisch-kulturgeschichtlichen Streifzug zur Weihnachtszeit wird am Freitag in das Hoyerswerder Planetarium an der Kollenstraße eingeladen. Das Thema ab 19 Uhr lautet: Der Stern von Bethlehem, das Licht in der heiligen Nacht.
Und im Blow-Up-Kino der Kulturfabrik Hoyerswerda läuft am Freitagabend der Streifen Liebe. Vorstellungsbeginn ist 20 Uhr. Das Wetter präsentiert von den VBH. Immer wohlig warme Stuben, zuverlässig dank Erdgas und Fernwärme von ihren Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Die machen das, damit ihr Geld in der Region bleibt. Nachts wolkig mit Auflockerungen, örtlich geringer Schneefall, sonst meist trocken, Tiefstwerte minus 6 bis minus 10 Grad. Am Freitag teils neblig trüb, teils Auflockerungen, vereinzelt Schneegriesel, sonst weitestgehend trocken, Höchstwerte minus 5 bis 0 Grad. Das war die Drehscheibe für Donnerstag. Morgen geht es bei uns unter anderem um die Zukunft der Bundeswehr in Sachsen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten. Bis dahin wünscht Ihnen unser Team noch einen schönen Abend.